So, da kommen unsere Schäfchen. Es waren doch nicht wirklich nur 4 Schäfchen auf dem Territorium, oder? Das wäre jetzt ein bisschen doof, wenn es nur 4 Schäfchen gewesen wären. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Oder nimmt das andere Schäfchen? Das andere Schäfchen nimmt einen anderen Weg. Gut. Und ja, was das Thema Holz angeht, erst einmal würde ich gerne unser Militär hochziehen. Nahrungsmäßig fehlt es gerade an nichts. Kleidungsmäßig können wir dann, sobald der Schafhirte mit der Wollproduktion angefangen hat, auch Wollkleidung produzieren. Und ja, eigentlich sieht das so aus, als ob wir hier jetzt komplett abgeriegelt sind. Also ja, wir hätten die Mauer auch irgendwo weiter unten bauen können. Aber jetzt ist es so. Gut. Da wird der Fischer gebaut. Und ich kann jetzt anfangen, Straßen zu bauen. Ja, die vordefinierte Straße besteht aus ziemlich vielen kleinen Teilstücken. Deswegen dauert das so ewig, die zu bauen. Wird bald erschöpft sein. Ja, bald müssen wir Stein kaufen. Da ist es gut, dass wir Elias als Ritter und Gesandten gewählt haben. So, die Straße vom Fischer auf jeden Fall noch. Gut. Das Sträßchen hier. Die Straße raus zum Holzfäller. Ja, die Gebäude weiter ausbauen. So, das Stückchen. Sollte erstmal reichen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Stein. Das werden wir dann nutzen müssen, um das Lagerhaus auszubauen, wenn der Stein überhaupt noch reicht. Also wie gesagt, erstmal fürs militärische Sorgen. Oh, und die Schafsfarm weiter ausbauen. Darauf warten, dass wir die erste Wolle kriegen, dass wir unseren Weber bauen können. Wie gesagt, dann erstmal die Räuber hier und hier loswerden. Das Räuberlager hier ist zum Glück relativ klein. Das können wir schnell abreißen.
Aber um hier an unsere Steine zu kommen, brauchen wir da doch schon etwas mehr Militär. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. So, Schwertkämpfer und Bogenschützenkaserne. Nahrung sieht gut aus. Kleidung sieht okay aus. Reinigungsmittel auch. Ja, als nächstes um den Met kümmern. Dafür können wir hier unten ein bisschen Bauplatz nehmen. Aber erst, wenn wir das Gerüst aufgestellt haben. Ich hole Rohstoffe, um sie zu verarbeiten. Eigentlich holte nur Waffen. Und ach ja, wir können den Sold höher stellen. Oh, unsere erste Wolle ist eingetroffen. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Und wir haben keinen Stein mehr. Der Steinbruch ist erschöpft. Aber das reicht nicht mal wirklich, ums Lagerhaus auszubauen. Was wir da noch reinkriegen. Das heißt, wir müssen eine Fuhre Stein auf jeden Fall aus dem Dorf holen, um... Ja. Oh, du wirst noch ausgebaut. Habe ich dich schon ganz ausgebaut? Ja. Die sind alle ausgebaut. Du bist ausgebaut. Ihr zwei auch. Du wirst ausgebaut. Du bist ausgebaut. Du auch. Du auch. Gut. Du bist ausgebaut. Du bist ausgebaut. Ihr zwei auch. Du auch. Du auch. Auch. Ihr zwei auch. Ihr zwei auch. Du auch. Gut. Alles einfach mal durchchecken. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. So, erste Truppen. Ei! Jawohl! Verstanden! Das würde mir die Leihe sogar gerade ausreichen, um den Punkt da oben anzugreifen und zu besiegen. Aber wir wollen noch mehr Truppen haben. Alles klar! Na komm, wir holen uns mit Elias mal die beiden Spezialitäten, wenn er sie wieder hat. Da kommt er nämlich, unser Händler. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Mhm. Das haben wir ja vor. Also ja, ich mag das Gimmick, dass regelmäßig der Händler kommt, manchmal mit neuen Waren sogar. Und ich finde es auch schön, wie der Hafen... Oh, jetzt hat er einen Narren und Salz. Hm, nicht schlecht. Ich liebe es zu handeln. Ich zahle etwas weniger und erhalte etwas mehr. Mhm. Schon unterwegs. Verstanden. Na komm, Elias, du auch darüber. Wie ihr wünscht. Ja, da kommt Salz und der Gaukler.
Und da können wir noch ein Festchen auf unserer... auf unserem Marktplatz abhalten. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. So, jetzt sollten wir eigentlich auch genug Wolle reinkriegen, um für Wollkleidung zu sorgen. Unsere Soldaten kommen. Da geht unser Geld an den Hafen. Mit Rohstoffen ist eingetroffen. Der Gaukler ist in der Stadt. So. Dann noch ein Fest. Während wir auf unsere Truppen warten. So, das treibt unsere Zufriedenheit auf Maximum. Schon unterwegs. Jawohl. Euren Befehl. Kämpft weiter! So, dann noch das Set abfackeln. Liegt ihr weg? Ei! Dann zu dem Außenposten. Am besten noch die Alles Jungs klar. jetzt dazu holen. Schon unterwegs. Also am besten einfach alles, was wir am Militär haben, Liegt hier hin. Ihr weg. Das Lagerhaus ist voll. Ja, deswegen schicken wir jetzt einfach mal unsere Holzlieferung los. Also die ersten paar Banditen sind wir losgeworden. Oh, das Salz hat sich übrigens auch schon aufgebraucht. Wir haben aber ein paar Frauen. Wir können eigentlich gleich nochmal ein Fest dann geben. Um noch mehr Frauen zu kriegen und um unsere Armee zu stärken. Für den Kampf gegen die zweiten Räubertruppen. So, Klamotten kommen rein. Also werden jetzt ordentlich produziert. Hier wird auch alles ordentlich produziert. Ja, ich kann zufrieden sein. Wir haben nur viel zu viele Tierkörper. Ja, verkaufen wir einfach mal ein Karren wurde ausgesandt. Eine gute Menge an Geff. Alles klar. Auf euren Befehl. Jawohl! So, ist der Gaukler. Nein, der Gaukler ist abgezogen. Schade.
Lieber noch einen Trupp Bogenschützen. Alles klar. Ein. Mehr Feuerkraft ist immer gut. Dann warten wir, bis die angekommen sind. Dann starten wir das Fest und dann greifen wir an.